Es ist das Wahrzeichen Rödinghausens, quasi das Brandenburger Tor vom Wien. Und genau hier sprechen wir heute mit einem Neuzugang, der gebürtig aus Berlin kommt. Tom Schulz aus Schönberg, hier auf dem Nonnenstein im Interview. Ja, Tom, die Anreise war ein bisschen interessant. Jetzt sind wir hier oben auf dem Nonnenstein angekommen. Herrliches Wien-Panorama hinter uns. Du bist gebürtiger Berliner, du kennst dich mit Wahrzeichen so ein bisschen aus. Wie ist das denn jetzt für dich hier jetzt in Rödinghausen quasi von der Hauptstadt mal zu vergleichen? Ist natürlich eine ganz andere Welt. Als ich erstmal hier war, war es natürlich erstmal ein Kulturschock für mich. Aber ist natürlich auch nicht so schlecht, da kann man sich auch ein bisschen auf den Fußball konzentrieren. Ja, du kommst jetzt aus der Regionalliga Nordost vom FC Schönberg 95. Der Wechsel jetzt an den Wien, Regionalliga West, Rödinghausen, wie kam es dazu? Ja, also ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit, also mein Leben lang eigentlich schon im Nordosten so gespielt und ich wollte auch einfach dann mal auch mal einen Tapetenwechsel machen und mal in einer anderen Region Fußball spielen und ich denke auch, dass in der Regionalliga West, dass das Niveau noch ein bisschen höher ist und das halt für mich auch eine Herausforderung ist und da möchte ich mich halt auch dann durchsetzen. Ich habe aber gesehen bei Transfermarkt in deinem Lebenslauf quasi, du warst auch mal in Ungarn, hast du mal gespielt. Ja, was war das für eine Nummer? Ja, da war ein deutscher Trainer und dann habe ich da halt wurde ich zum Probetraining eingeladen und ja, und dann war halt Interesse da und habe ich dann auch die Chance genutzt, denn war natürlich eine riesen Erfahrung für mich, auch mal im Ausland zu sein, auch mit der Sprache und alles und ja, also auf jeden Fall Spaß gemacht da zu spielen, war leider nur ein halbes Jahr. Ich möchte mit dir so ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen. Ich werde dir einfach so kurze Fragen stellen und von dir möglichst kurze Antwort. Lieblingsessen? Berliner Döner. Berliner Döner. Damit wird es schwierig in Rödinghausen. Ne? Wird schwieriger. Lieblingsmusik? R&B. Und bist du Links- oder Rechtsfuß? Linksfuß. Adidas, Nike, Puma, Fußballschuh? Adidas. Was ist deine Rückennummer jetzt beim SVR? Nummer 3. Warum hast du die ausgewählt? Hattest du früher schon mal die Nummer? Oder? Nee, die hatte ich noch nie. Also eigentlich hatte ich vorher mal die Nummer 5, aber die Nummer 3 ist halt eine Abwehrspielernummer, deswegen habe ich die genommen. Du bist eigentlich als Innenverteidiger gekommen. Heute im Training haben wir gesehen, du bist auch Linksverteidiger oder beziehungsweise kannst da auch spielen, wirst du eingesetzt. Welche Position ist dir irgendwo lieber? Also lieber ist mir Innenverteidiger, aber ich kann halt beides spielen. Ich habe auch in der Jugend bei Union Berlin, habe ich auch mit Linksverteidiger angefangen und dann halt später in der Männer wurde ich dann halt zum Innenverteidiger. Was sind so vom Spielertyp her, es ist immer schwer, sich selbst zu beurteilen, aber trotzdem die Frage, wie würdest du dich charakterisieren, was sind so deine Stärken auf dem Platz? Also ich bin ein sehr athletischer Spieler, also ich komme über die Dynamik, Kopf war stark, Zweikampf stark, habe eine gute Schnelligkeit für einen Abwehrspieler, ja. Jetzt bist du hier angekommen in Rödinghausen, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist auf dem Nonnenstein, mehr Rödinghausen geht nicht. Was sind so deine Ziele jetzt beim SVR für die kommende Saison, für dich persönlich, aber auch mit der Mannschaft? Also mein Ziel ist es immer, jedes Spiel zu gewinnen. Das nehme ich mir immer vor dem Spiel. Und halt auch immer zu Null zu spielen als Abwehrspieler. Und ja, dann wird man halt sehen, wo man dann am Ende halt landet. Tom, ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, auch mit uns hier hochzusteigen auf den Nonnenstein. War dann sicherlich für dich auch mal eine interessante Erfahrung. Und ja, in den nächsten Wochen, da haben wir dann noch die ganzen anderen Neuzugänge natürlich weiterhin im Interview. Viele neue Gesichter, die Sie kennenlernen werden, auf ganz verschiedene Art und Weise. Das kann ich Ihnen versprechen. Danke wieder fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis bald.